Also, Ju, machen wir jetzt einen Anime-Crush? Hast du was vorbereitet? Nee, hab ich nicht. Ich hab's gar nicht geschafft. Ju, was? Ach, Mann. Aber dann zeige ich dir was anderes Cooles. Okay. Und zwar, wir hatten ja unter dem Hashtag junge Skins, haben wir ein paar Leute so Skins eingeschickt, okay? Ja. Und ich schicke dir mal kurz den Hashtag hier so rein. Kann ich die Street-Camera reinschreiben? Ja, einfach hier so. Gesundheit. Es gibt ein paar richtig, richtig coole. Guck mal, hier Ju mit den Tattoos und so. Und hier, ich mit dem Bart. Aber ich sag jetzt, welches Skin ich cool finde. Weil ich wollte nämlich, ich hab ja allen meinen Leuten versprochen, ich mache keinen Menschen-Skin mehr, sondern ich mache meinen alten Ungeheuer-Skin wieder. Und mein alter Ungeheuer-Skin sah so aus, Chat. Und der neue, so. Hier. Der heißt Hampelmann, ich schicke ihn dir mal. Der hat so einen Ju, ich weiß nicht, ob du ihn cool findest, den Ju mit dem orangen Pullover. Oh, der sieht sehr cool aus, ja. Ja, und ich habe dieses Ungeheuer. Ja. Ungeheuer mit so einem Warrior-Outfit, weißt du, ich meine? Ja. Also das gefällt mir, muss ich sagen, am allerbesten, weil das halt mein Oldschool-Skin ist, nur in auf so Remastered-mäßig. Und ich finde, deinen sieht auch super geil aus. Sollen wir die beiden reinmachen? Können wir gerne machen, ja. Musst du mir nur noch einmal erklären, ja, ich erkläre, was das jetzt schon so los. Als allererstes musst du unten drunter, der hat drunter selber einen Kommentar geschrieben und da steht Download, Work Upload Achieved. Ja. Ja. Und dann hast du eine PNG. Ja, und dann machst du folgendes, dann gibst du oben ein in die Browserleiste, Minecraft.net. Minecraft.net, habe ich. Ja, dann loggst du mit deinem Account ein. Ui, okay. Oh, mein, jetzt finde ich meine E-Mail nicht. Okay, bin drin, oh, mein Gut. Sehr gut. Mein Gut, wahrscheinlich, was rede ich? Okay, Skin und dann hochladen. Ja, Skins und dann kannst du einfach Drag and Drop machen, aber du musst wichtig, dass du auf den linken sitzt, also da ist einmal so ein breiter und einmal so ein dünner Skin. Ja. Du musst auf den breiten Skin das Ding hochladen, okay? Hab. Weil es gibt verschiedene, beim breiten Skin kannst du so Layer und so drauf machen, das ist so. Ich hab so heute dieses Bäckchen. Also ich muss sagen, ich werde jetzt mal den Tweet retweeten, weil ich finde, das sind die geilsten Skins, die er gebastelt hat. Geil! Sehr geil gemacht. Sehr geil, lass auch danke von mir. Guck mal, wie ich aussehe. Aber ich habe meine Rüstung an, das sieht hässlich aus. Ja, zieh kurz aus, die Rüstung, zieh kurz aus. Gönnt euch, ich bin einfach ich. Ist es cool? Oder ist es cool? Oh, sieht cool aus. Sieht sehr cool aus. Er hat unsere Skins beide so gemacht, dass wir so rote Bäckchen haben. Du hast an dieser Nase diese rote Errötung, wenn so in einem Anime so jemand so zum Beispiel so sich auszieht. Und ich habe so rote Bäckchen wie so ein kleiner süßer Pausbäckiger. Chibi, Kawaii. Dingens, ja, siehst du, oder? Ach, ist falsch hochgeladen. Hätten wir doch auf Slim machen müssen, Chat. Oh, okay, wir müssen auf Slim. Ju? Okay. Bist du auf der Seite eingeloggt? Ja. Ich hab's falsch gesagt. Wir müssen es doch auf Slim machen. Du hast. Ja, hat geklappt. Bin drin. Sehr gut, sehr gut. Geil. Shit. Boom. Schau mal, sieht das besser aus? So, und heute werden wir bei Minecraft Magier werden. Wir werden ganz viele Sachen verzaubern und deswegen haben wir in der Bibliothek hier oben angefangen. Geil. Ich bin sehr gespannt. Wir haben sehr viele Diamanten letztens abgelootet. Ja. Ju, zeig dich doch mal. Ja. Und, wie sehe ich aus? Fresh? Ja, sieht fresh aus. Fresh. Fresh. Okay, Ju, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, die Tiere zu züchten, damit wir eine große Bücherei machen können, ne? Genau. Also, das ist nochmal für alle, die jetzt zum ersten Mal einschauen. Latino-Musik? Oder? Musik nochmal? Ja, Latino-Musik, genau. Latino-Musik wieder? Richtig. Safe, ja, danke. Was brauchen wir jetzt? Wir wollten doch wir jetzt... Wir brauchen noch mehr. Wir müssen jetzt erstmal richtig lange züchten, richtig viel züchten. Siehst du die Katze hier? Die will unsere Hühner klauen. Siehst echt, jetzt Katze, das geht? Die will unsere Hühner... Ja, nicht töten, nicht töten. Wir machen jetzt zu unserer Hauskatze. Oh, wie geht das? Wenn wir der Fisch geben, geht das. Ah, hast du Fisch? Nee, hab ich nicht. Dann töten, oder? Nein. Lass die. Okay, was sollen wir farmen? Immer wieder Weizen, wenn es fertig ist. Ja, das, ja. Wenn es jetzt dunkel ist, gehen wir erstmal ins Bett. Oh, da kommt ein Zombie-Baby. Oh, oh. Oh, die sind aber stärker geworden jetzt. Oh, du hässliches. Komm, wir gehen ins Bett, schnell. Komm, wir gehen schnell ins Bett. Komm, wir gehen schnell ins Bett. Jo, ins Bett. Raus aus meinem Bett. Ey, kann man mal... Ich verpiss dich. Dann stellen die sich auf uns, ey. Die stellen sich einfach auf unsere Gesichter, ey. Das mag ich gar nicht. Ich kann so nicht schlafen. Gut. Bitte fall nirgendwo runter, Ju. Ach, dieser Ju ist gestorben. Den haben wir einfach begraben, Leute. Hier. Geil. Kürbiskuchen. Boah. Probier ich gleich mal was. Wir brauchen mehr Eier. Boah, ich hab Eier momentan. Real-Life-Eier, ne? Also Hühner. Ja? Wirklich? Mhm. Wondi, ist das so? Cool. Nein! Was denn? Ein Huhn ist abgehauen. Du Scheißvieh. Ja, müssen wir töten. Nein, das geht jetzt hier rüber. Komm, hier rüber, komm. Ich schieb's wieder ins Gehege rein. Das geht nicht, oder? Das geht. So. Nee, geht das? Nein, das geht doch nicht, oder? Ist ja fast reingegangen, ist ja fast reingegangen. So, ich zeig's jetzt, wie es reingeht, komm. Okay, ich drück das hier. Drück das zu dir. Komm.
Es geht, und oh, es geht wirklich. Junge, sag das, was skillig. Sag das, was skillig. Einfach reingeworfen hier, ey. Okay, was ist der Plan? Der Plan ist jetzt folgendes: Wir holen uns jetzt ein bisschen Wolle. Ah, die müssen wir komplett töten. Nee, raus, ich bin so dumm. Ich hab vergessen, dass man die Schafe auch scheren kann. Aber ich bin Veganer, ich hasse Tiere. Okay, normal. Wir holen eine ganz kurz, komm mit. Wir holen eine Schere. Du kannst die Schere angehen. Okay, dann. Komm. Soll ich eine Schere craften? Hab schon, hier. Du bist so schnell, ey. Du bist der Schnellste, du bist immer einen Schritt voraus. Geh dir mal schön alle Scheren. So, ihr kriegt gleich alle mal einen neuen Drip. Einen neuen kleinen Haircut. Friseure haben ja auch wieder offen. Hier kommt Drew. Hä, what the fuck? Ja, gib mal ein bisschen Wolle hier. Oh! Hallo, Rechtsklick. Ja. Boah, sind die hässlich! Du hast die hässlich geschert. Oh Mann, sind die hässlich. Alter, die sind so fleischig auf einmal. Ich krieg mal direkt Hunger, ne? Willst du essen? Will ich essen, ja. So, Wolle will ich essen. Da ist noch eins, guck mal. Und zack. Ja, mach mal. Sehr gut, mach hier noch mehr. Wo denn? Ah, ja. Ja, da. Und hier. Hä? Wo kommen die alle her auf einmal? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Oh, das ist hässlich. Die tun mir echt leid, Mann. 21 Stück habe ich. Sehr gut. Jetzt können wir hier rein und raus. Und die Hühner können aber nicht rein und raus. Guck. Oh ja, das ist smart. Weil durch den Teppich kommst du wieder an Sachen raus. Guck nicht so. Die gucken einen so an. Guck. Ja, du musst denen was essen geben. Die sind sehr hungrig. Körner, oder? Körner, ja. Hä, aber nehmen die nicht. Ja, nehmen die doch einfach. Satt. Ich hab die schon eben gefüttert. Ehrenlose Dreckshühner. So, die Kühe nochmal vermehrt. Mhm. Wir müssen die Kühe deutlich mehr vermehren. Und dann brauchen wir ordentlich Leather. Aber wir können erstmal. Kann ich die scheren? Nee, die muss dann töten. Eine Kuh töte ich jetzt schon mal. Ich versuch mal. Nee. Warte, ich wusste nicht. Kein Leder geben. Muss ich noch eine töten? Oh, eine Kuh ist im Zaun. Warum ist da eigentlich ein Schwein drin? Nicht, dass sie wieder. Ja, fahren. Das lebt da. Das ist in Harmonie mit den. Wir haben noch keinen Schweinestall, deswegen ist das jetzt bei den. Das sieht nicht aus, als würde es in Harmonie leben. Doch. Das kommt extremst böse. Nein, die lieben sich. So. Hör auf, die Tiere gegeneinander aufzusetzen. Hör auf. Ich mach mal ein bisschen Weizen, ja? Ach, wir haben doch die Versorgungsdicht schon gebaut, ich Idiot. Ja, eben. Deswegen müssen wir doch eigentlich nur noch Bücher, oder? Ja, wir müssen jetzt Bücher craften. Das heißt, wir müssen jetzt richtig die Tiere vermehren. Aber wirklich richtig vermehren. Wir müssen jetzt wirklich eine Massentierhaltungszucht hier machen. Ja, okay. Finde ich gut. Unterstütze ich auch. Aber eine richtige Massentierhaltungszucht. Da müssen wir den Zaun erstmal vergrößern, oder? Ja, wir müssen jetzt alles vergrößern. Das ist ja alles hier furchtbar. Wir expandieren, geil. Also vergrößern müssen wir gar nichts, wir müssen nur mit mehr Tiere züchten. So, ich mache aber trotzdem ein paar Brote mit Weizen, oder? Oder nur zum Füttern benutzen? Naja, nur zum Füttern. Okay. Ja, du kannst. Nee, nur zum Füttern. Okay. Ich nehme jetzt diese Diamantenhacke hier. Du, wenn du Eier findest und so. Immer hier ins Hühnerstall reinwerfen. Siehst du, ich habe da gerade reingeworfen, ist ein Babyhühnchen rausgekommen. Aha. Müssen alles vermehren, so viel es geht. Aber dann lass den Zaun noch größer machen, oder? Nein, die Tiere müssen ja gequält werden. Glaubst du, die Leute bei großen Mastbetrieben geben den Tieren mehr Platz? Nee, das ist nicht wirtschaftlich. Komm, wir rein ins Bett. Ja, wir bauen morgen jetzt. Erklärst du mal ins Bett rein. Wir bauen jetzt. Ju, komm ins Bett. Ja? Ju, komm ins Bett. Wir machen morgen was richtig. Die Farm bauen wir richtig wild um. Komm. So, Eier tue ich mal hier rein. In die Truhe, ne? Meinst du? Nee. Achso, nee. Eier direkt reinwerfen, meinst du, ne? Ja, einfach rein ins Feld. Einfach immer hier auf die Kiste draufstellen und nicht auf ein anderes Hühnchen draufwerfen, sondern hier draufstellen. Hab ich gemerkt, und dann einfach auf dem freien Feld so raufwerfen, auf die freie Fläche. Hä, die gehen kaputt? Ja, manchmal gehen die kaputt, manchmal kommen Hühnchen raus. Immer weitermachen. Ja, das war's. Die sind alle kaputt. Ja. Manchmal geht's aber hier. Nee, auch kaputt. Sicher, so dass das so geht? Ja, es ist wirklich so. Ich glaub nicht, dass es so geht. Doch, ich hab's eben hingekriegt. Belief. Wir machen jetzt eine riesige unterirdische Tierquäler-Farm. Würdest du schon von dir selber behaupten, du bist ein richtiger, mieser Tierquäler? Nein! Doch. Doch, würde ich schon sagen. Ich bin der massivste Tierquäler, bin ich. Sehr gut. Okay, hier unten drunter entsteht unsere Tierquälerfarm. Hier unten drunter, in dieser Höhle. Warum? Also das ist nämlich unter der Farm und wir bauen Löcher rein, lassen die hier runterfallen. Und hier unten werden so Maschinen gebaut, die automatisch melken und automatisch quälen. Das geht? Ja. No way, da bin ich sowas von dabei.
Sehr gut. Direkt automatisieren hier das Ganze. Ich weiß nicht, wie groß, ne? Ich mach einfach mal. Einfach mal, ja, dem... Er verarscht dich? Boden. Ist mal verarscht mich? Also, erstmal oben die Decke wichtig noch, ein bisschen, ein paar Schichten Decke. Aber nicht, abbauen. Dass die gleich einfach runterfallen, ne? Ja, wenn da oben Erde ist, dann nicht mehr weiterbauen. Mach so zwei Blöcke, baue, genau, zwei Blöcke oben ab, so ist gut, so wie jetzt. Genau, so ist gut. Boah, wir machen so eigenes McDonald's hier auf. Ja, aber das, was hinter McDonald's geil. Steckt. Jetzt genau, das, was hinter McDonald's steckt, bauen wir jetzt. Das wird gut. Findest du es schön, hier rauszuholen und zu fehlen? Deine Fragen. Was ist denn los heute? Bist du involviert in Tierausbeutung in deinem Privatleben? Ich investiere da rein. Warum, fragst du? Oder ist das nicht gut oder was? Doch, doch. Ich finde, Tiere sollte man auch ganz klar ein Zeichen setzen. Hey, du bist ein Tier und kein Mensch, Dummkopf. Genau. Und, du bist da und ich bin hier als Mensch. Ich bin der bessere Lebewesen. Ich bin der bessere Mensch. Ich bin das bessere Tier. Also halt deine Fresse, Schwein. Würdest du sagen, Menschen sind die besten Tiere oder gibt es vielleicht Tiere, die du noch besser findest? Schildkröten tatsächlich, finde ich extrem geil. Besser als Menschen? Nee, besser nicht. Also es gibt nichts besser als der Mensch. Besser als ein Mensch gibt's nichts? Nee. Mensch ist zu strong einfach. Zu stark. Mensch ist einfach OP. Ja, okay, aber ich finde Wale auch cool. Die sind ziemlich groß. Wale sind strong, ja, das stimmt schon. Du bist immer noch am Graben, ne? Aber. Ja. Ja, ich sehe auch, wo du grabst hier von. Ja, du bist genau bei dem Weg gerade, glaube ich. Siehst du meinen Namen? Ja. Guck mal. Hier wären die Kühe. Genau über dir. Geh mal neben die Kuh. Geh mal neben die Kuhzaun, da findest du schon einen Eingang. Hä? Geh mal ums Kuhkäfig rum, da findest du schon einen Eingang. Ach so, ja, okay, ja. Ich dachte, ich bin. Der ist erstmal für uns, Ach nee, warte, Quatsch. Das war dumm. Nix bauen. Nee. Hey, ich hab doch gerade. Nee, ich hab die Treppe. Treppe wieder zurückgebaut. Ich hab die aus kaputt gemacht. Aha, weil da soll ein Treppenstufen jetzt drauf. Hä? Du, wirklich. Futtern. Das ist ganz wichtig für die Tiere. Achso, Futter, gemästet werden. Die müssen immer weiter gemästet werden, okay, damit sie nicht mehr bewegen. Essen. Die sliden gerade hier, die machen alle den Moonwalk, ey. Die sind so gierig einfach. Tiere sind so dumm, oder? So dumm. Wie ist deine Meinung zu Korallen? Koralle, richtig dumm. Sind Hast die dumm, meinst du? Dumm, ja, komm mal. Great Barrier Reef gehen alle tot, weil die zu dumm sind zum Überleben. Okay. Dumm. Verstehe ich. Weil die kommen mit der Erderwärmung einfach nicht klar. Dumm. In meinen Augen dumm. Wenn du mit der Erderwärmung nicht klarkommst, dann soll ich einfach verpissen, meine Meinung. Ja. Weißt du, was ich meine? Finde ich, ja, macht Sinn, oder? Weil, warum können wir überleben als Menschen, wenn dreimal, zum Beispiel 3 Grad wärmer ist, aber Koralle einfach tot. Total, ist also echt wirklich. So. Kann man nichts machen mit. Nee, also für mich, Korallen, komplette Opfer. Wir machen verschiedene Käfiggehege, wir machen einen Zoo, weil, was ist schlimmer für Tiere als ein Zoo? Zwei, da können kleine die den ganzen Tag beobachtet werden und die Kinder klopfen gegen die Scheibe. Alter! Machen wir das? Wir brauchen Scheiben. Ja, wir brauchen Scheiben. Okay, und wir brauchen. Aber wisst ihr, was ist für den Zoo wichtig? Der Zoo soll trotzdem so aussehen, als würden die Tiere sich augenscheinlich wohlfühlen. Das heißt, wir bauen sowas wie so ein kleines Wiesenstück dahin, dass es so aussieht. Ah ja, in der natürlichen Umgebung, aber eigentlich nur 5 Quadratmeter kann sich nicht bewegen. Wird komplett irre, das Tier. Wie diese Gorillas, die im Zoo so um die Kreise ziehen, weil die sich so wohlfühlen. Wir brauchen auf jeden Fall. Wie nennt man dieses Chat? Wie nennt man das, wenn Tiere im Zoo so durchdrehen? Da gibt's so ein Syndrom oder so eine Bezeichnung. Wie nennt man das nochmal? Ihr wisst, was ich meine, oder? Genau, Hospitalismus. Genau, Hospitalismus. Das macht Tieren wirklich Spaß. Genau. Hospitalismus. Das macht Tieren Spaß? Ja, Hospitalismus. Ist das so? Ja, Hospitalismus. Das ist das, was Tiere eigentlich wollen. Deswegen nimmt man Tiere aus der Natur raus und tut die in Zoo oder in Zirkus, auch stark. Wir machen erst einen Zoo und dann bauen wir auch einen Zirkus. Okay. Das wird richtig geil. Was brauchst du von mir? Ich brauche von dir, dass du die Tiere einfach vermehrst, die ganze Zeit. Guck mal, die ganzen Geschwister hier machen miteinander Kinder. Ja. Und also die haben schon alle Essen bekommen. Ja, aber es sind alles Geschwister. Guck mal, es waren früher ein Pärchen Kühe. Ja. Das heißt, es sind alles Kinder und Geschwister. Ja. Irgendwann haben nur einer 3 Beine, dann, einer hat ein Auge. Und dann kommen die in den Zoo. Ja. Mit Hammer. Dann werden rich. Durch Mutanten. Ja, wir lassen hier diese Dorfbewohner bei uns im Bett schlafen, lassen wir zugucken. Und der Typ hier, den lassen wir Eintritt bezahlen. Hau den. Könnten wir den miteinander platt bekommen?
Ja, 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 wenn wir. Aber machen wir nicht. Der hast du eine Diamantenschaufel? Ja, habe ich. Er gönnt sich einfach. Dicker, man muss auch ein bisschen gönnen. Haben wir ein bisschen Glowstone aus der Hölle mitgenommen? Nee. Doch. Bis gerade eben wusste ich nicht, was es Glowstone gibt. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja, willst du ohne deine Ausrüstung mit einer Spitzhacke und ein paar Blöcken und ein bisschen Essen in die Hölle gehen und Glowstone farmen? Weil wir brauchen Glowstone für unsere, für unseren Zoo. Ohne Rüstung hast du gesagt? Ja, ja, ohne Rüstung. Weil warum? Wenn du stirbst, dann ist nicht so schlimm. Du wirst sterben wahrscheinlich. Was ist denn Glowstone? Ja, das wirst du herausfinden in der Hölle. Okay, dann suche ich Glowstone in der Hölle. Okay, aber zieh dir bitte alles aus, tu alles in so irgendeine Kiste. Ich tu das in die Kiste, ja? Ja, und nimm nur so ein bisschen Essen mit, ein Stack Blöcke, so Stein oder so, und eine Spitzhacke und dann holst du Glowstone. Okay. Aber bitte nur eine Eisenspitzhacke, ja? Ja. Sehr gut, aber geh vorher nochmal ins Bett mit mir. Mit dir? Sehr gerne. Schwert brauche ich auch, ne? Schwert? Boah, du, ich muss ja eigentlich sagen, ich hasse Tiere, ne? Ich liebe es, wenn Tiere leiden. Ey. Das denke ich mir mal, das denken andere Menschen, so normale Menschen. Denke ich mir das. So, maximal verwirrt gerade. Ich gehe jetzt in die Hölle. Ins Bett, ins Bett. Ich bin im Bett. Sehr gut, jetzt kannst du die Hölle. So, okay. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, ne? Aber Simon meinte, es ist eine gute Idee. Ich nehme ein bisschen Brot mit. Ja, und wir brauchen bloß so. Hier kommt das Kugelgel. Ich habe schon alles in meinem. Hier, es kommen verschiedene Räume. Sag Simon, du hast 21 Level. Oh, 21 Level. Oh, dann. Nicht machen? Dann. Ja, nicht sterben einfach, okay? Einfach nicht sterben. Kriegst du das hin? Ja. Sehr gut. Easy. Für mich sehr easy. Wenn du stirbst, gehen deine Level verloren. Die brauchst du noch zu verzaubern. Ah, stimmt. Oh. Willst du mich hauen? Nein, du musst mich angreifen, ne? Ich hab's gesehen. Nein. Klar. Nein. So. Gold anziehen. Warum Goldrüstung? Ah ja, du brauchst einen Goldrüstungsteil, damit diese Leute, die Bösen, nicht angreifen. Okay, ich komme nochmal zurück. Goldhelm. Ein Goldhelm. Ein Goldhelm, warum, damit mich wer nicht angreift? Also in der Hölle ist es so, da gibt es so Gegner, die lassen dich in Ruhe, wenn du Gold trägst. Weil die respektieren einfach wealthy people, reiche Menschen. Die hassen Arme, die hassen Armut. Und wenn du arm bist, ohne Goldrüstung, dann hassen die dich. Die hassen dich dann. So einfach. Wie du. Hm? Du hast auch arme Menschen, oder? Na klar, wer nicht, ist die Frage, oder? Hölle. Ich verstehe auch nicht, wie Leute arm sein können. Ich denke mir immer, wenn du arm bist, verdien auch einfach Geld. Verdien auch mehr Geld. Ja. Einfach, oder? Genau. Oh, ich muss genau essen. Genau deswegen verstehe ich auch Tiere nicht. Lass dich doch einfach nicht essen. Dumm. Glaubst du, ehrlich jetzt, eine Kuh würde sich einfach so essen lassen von einem Menschen? Die ist doch viel stärker. Die kann doch einfach rein umrammen. Aber weil die halt dumm ist, das ist das Problem. Ja, und dann kommt die Menschen mit Knarren und ballern drauf. Achso, und das weiß die Kuh, oder was? Die weiß es, die wehrt sich nicht mehr dagegen. Die weiß es einfach. Unser Villager hat sich gut eingelebt hier auf jeden Fall. Ist das hier? Ist das Glowstone? Das. Glowstone leuchtet halt im Dunkeln, ne? Das ist so ein Lampenstein, so ein Leuchtestein. Dein Chat wird dir sagen. Dein Chat wird dir sagen, was Glowstone ist. Glowstone leuchtet, danke. Ja, wir müssen Kühe essen, das essen die uns, sehe ich auch so, Sir Squawk, sehe ich auch so. Pilzlicht ist es nicht, ne? Oh, Pilzlicht ist aber auch cool. Bring auch mal mit. Bring alles mit, was leuchtet. Wir brauchen so Beleuchtungselemente halt einfach. Okay. Mhm. Was ist das hier? Wir Warzenblock auch? Nee. Dann weg damit. Nicht runterfallen. Soll ich den Villager wieder mitbringen? Nee, ne? Der soll hier sterben, ne? Verrotten hier soll er. Der soll in der Hölle verrotten. Oh, ist ja wirklich dunkler geworden. Sind zwei Villager hier jetzt? Oh nein. Wir verlieren alle Villager. Das ist schade. Nee, ist gut. Wir sind endlich mal allein im Bett. Ich kann das nicht immer, dieses Beobachtete. Ich fühle mich immer beobachtet. Ja, ja, okay, verstehe. Glowstone ist meistens an der Decke. Ah ja, okay. Da war schon Glowstone. Ah ja?
Was ist denn hier Glowstone? Wir brauchen Holz und wir brauchen. Hab ich schon eine Schere an der Decke. In der Nähe vom Lava, ein bisschen grün, okay. Das war knapp. Da, wo die Decke leuchtet. Ach, das hier. Das ist Glowstone. Ist das korrekt? Schreibt mal bitte ja. Weil, ist so gelb? Ist so gelblich? Ja, so leicht gelblich. Ja, dann ist es das. Ja, aber da komme ich ja gar nicht hin. Doch, du hast auch Blöcke. Ich habe so gesagt, nimm mir Blöcke mit und ja, ich habe. Grab dich irgendwie hin, du schaffst das. Grab einfach Blöcke ab. Von unten. Rote Blöcke abgraben und dann. Du weißt. So, im Hintergrund machen wir schon eine schöne Deko. Oder? Schöne kleine Deko. Wie viel Glowstone brauchst du? Ja, ein bisschen was. Bisschen heißt bei dir wie viel? 50.000? Oder ist es eher, weil ein bisschen ist bei dir so Zahlendings, bei dir halt immer ganz anders, ne? So. Bei dir sind halt so bisschen. 80.000, halt so Peanuts. Bisschen was. Einmal ein bisschen was. Einmal ein bisschen was, Chu. Okay, ich verstehe das. Einmal ein bisschen was, okay? Glowstone incoming. Wieder füttern, ganz wichtig. Oh, ich fütter gerade die Kühe, Ju. Ja. Wir müssen, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Leder ohne Ende. Leder. Ich weiß gar nicht, ob das nicht einfach runterfällt gerade alles. Mach Plattform, ja, okay. Okay, ich bin bis jetzt noch nicht runtergefallen. Das sieht alles immer sehr, sehr kritisch knapp aus hier, also. Aber mach so gut. Und ich habe keine Steine mehr. Straw. Ace Ben, danke dir. Kuss. Hi Jude, mach weiter so. Und please an Unge, ich wollte ihm spenden, aber hab kein PayPal. Kein Problem. Ich hab genug Geld. Aber sehr lieb gemeint. Sehr lieb gemeint. Vielen lieben Dank. Ich hab dein Geld bekommen. Simon, ich kann dir das gerne überweisen, 5 Euro. Ja, danke. Der Gedanke zählt. Hier brauchen wir wirklich kein Geld geben. Ich bin einfach schon froh, wenn ich einfach Spaß habe. Einfach Spaß an der Freude. Ey Simon, du schickst mich hier wirklich. Das ist nicht mein Spiel hier gerade. Das ist ja jeder Schritt kann ja mein Tod sein gerade. Nee, du bist Profi mittlerweile, deswegen habe ich da komplettes Vertrauen in dich. Doch. Ich komme erstmal wieder zurück. Ich hole mir erstmal Blöcke. Komplettes blindes Vertrauen habe ich da. Okay, ich bin nicht gestorben, das ist schon mal echt. Boah, erstmal wieder zurück, ey. Oh, Schere 5, ja komm, ballern wir jetzt damit. Fast gleich weg. Oh mein Gott. Erstmal mein. Ich hab so viel Muskelkater, wovon? Vom Schlafen? Jeder YouTuber. So, ich gönn mit dem Block. Block für Block. Will ich deine Mutter fuck. Oha, das sagt man aber auch nicht, ne? Ja, im Rap sagt man das schon, das ist ja so wie nee, wie Kuss geht raus. Ja, aber früher hat man im Rap auch andere Dinge gesagt, homophobe Geschichten. Und das, ich möchte jetzt, dass du dich ganz klar davon distanzierst, dass du meine Mutter Fox. Von Rap? Nee, auch von Rap möchte ich, also allgemein von Rap distanzierst. Könntest du von Julian Bam diese Märchen-Asozial-Videos runternehmen, bitte? Würde ich machen. Ich möchte, dass du dich da ganz klar distanzierst, bitte. Für 7 Bitcoins? Wenn du jetzt hier eine ganz ernst gemeinte Entschuldigung da raus hast. Oh, hier ist eine Biene. Ich weiß gar nicht, was Bienen genau machen in Minecraft. Ist neu. Also nicht so neu, aber für mich ist es. Hey, Bienen haben sich tausendmal angegriffen. Die Villager vermehren mit Brot, Rüben und Kartoffeln. Das ist wichtig für später zum Gräten. Zum was? Zum Gräten. Dorabe, ich hab's nicht verstanden, aber danke dir. Meint ihr vielleicht traden? Kann das meinen, dass er traden meint und sich verschrieben hat? Witten ist wichtig später zum Gräten. Also steht ganz klar Gräten mit G-R-E-T-E-N. Mit Handeln, meinte der. Traden? Ja, ich glaube, der meinte Traden. Mhm. Weil Gräten habe ich noch nie gehört. Also keine Ahnung, was der meint. Ich denke, der meint Traden. Wie vermehrt man Villager mit Brot? Fragst du mich gerade? Ja, was hat der geschrieben? Der hat doch irgendwas geschrieben. Die Villager vermehren mit Brot,
Rüben oder Kartoffeln ist wichtig für später graden. Traden meine ich. Oh Mann, ist der Server, warum leckt der so? Was machst du gerade, Schuh? Ich mach gar nichts. Ich lade nur gerade ganz normal meine Pornos runter auf dem Server. Okay, vielleicht sollten wir nicht. Einer in der Hölle, einer da. Meinst du? Nein. Doch, ich glaube, es ist gerade ein bisschen vieles Guten. Ja, ich hab ein Herz. Oh shit. Ein Herz und kein. Oh oh. Oh oh. Okay, ich wusste gar nicht, dass du sterben. Ich wusste gar nicht, dass du campst. Wo bist denn du? Oh Gott. Das sind Skelette um mich rum. Das Problem ist, das Gefährlichste sind die Skelette. Ach so, weil ja, nachts. Nein. Ja, die ganze Zeit nachts. Und es leckt halt. Ich konnte jeder Kampf, die ganze Zeit habe ich Schläge bekommen in den Kämpfen, weil es so am Ruckeln war. Ich werde die ganze Zeit zurückgeportet, ich verstehe es nicht. Es ist so krass. Okay, also scheinbar ist es gerade einfach, also wir sollten das nicht mehr machen mit einer geht in die Hölle, einer macht das. Wir sollten immer zusammen runter. Jetzt habe ich die Plattform gebaut, ich mache ganz kurz das Ding jetzt hier ab, ja? Das ja, hat nämlich mach auf jeden Fall, mach auf jeden Fall. Mach auf jeden Fall, aber es ist halt einfach... Oh, ja, hä? So. Alter, das ist so strange, Alter, als wären wir in der Matrix so... Ja, es sitzt immer wieder zurück gerade. Seit ich beim Kampf singe. Es ist... Ich weiß nicht, wo meine Leiche ist, ey, das kann nicht sein. Irgendwo hier muss doch die Leiche irgendwo sein. Es geht nicht, ich werde immer zurückgezogen, ich raste gleich aus. Egal, ich hatte zum Glück noch 9 Level. Wo sind diese Klamotten, die ich... Okay, der ist weg. Doch nicht. Okay. Wo sind meine... Kamui, danke dir. Werdet ihr auch mal Gäste einladen? Dima wäre echt nice. Ach, Dima zockt das auch. Okay, ich glaube, jeder Mensch zockt das. Ich glaube sogar Mero, Fero, El Zero, selbst sie zocken zu Hause Minecraft wahrscheinlich, oder? Na klar. SSIO sitzt zu Hause, macht erstmal eine Runde Minecraft. Rata ebenso. SSIO sowieso. Ey, wo bin ich denn eben gestorben? Ich finde hier nichts. Hä, ich kann die Sachen noch nicht einsammeln wegen des Bugs. Hallo. Ich weiß nicht, wo meine Sachen liegen. Die Orientierung komplett verloren. Ey, wenn die Ender-Leute so ganz weit weg sind, kann ich denen in die Augen gucken, oder? Die können sich ja nicht beamen oder so, ne? Ja. Ja, dann guck mal. Pisser, komm doch. Lock schon mal ganz kurz bitte aus, Ju, weil ich verliere sonst alle meine Sachen. Meine Spitzhacke und alles. Lock schon mal ganz kurz bitte aus. Ja. Okay, also ich habe alles abgesucht. Ich finde nichts. Ich finde nichts! Ich dreh durch! Alles weg. Ich komm rein. Ich dreh durch! Ich komm rein. Ich komm rein. Und dreh mit dir durch. Ich dreh auch durch! Ah! Ey, Mann! Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich hab so viel Zeug dabei gehabt. Ich hab Wolle dabei gehabt. Alles. Es ist immer noch am Längen, ne? Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ey, ich hab meine ganze Wolle, die ganze Scheiße. Ja, schieß mich tot, du dreckiges Scheißskelett. Müsst ihr über die Probleme reden? Meine Güte! Meine Güte! Ey, Chat, nicht lachen jetzt. Sumpf. Chat, nicht lachen. Wer jetzt lacht, ist ehrenlos. Wer jetzt lacht, ist ehrenlos. Ich war schon tausendmal da. Ja, hier ist der Sumpf. So, und der war ich war überall schon tausendmal. Jetzt bin ich so langsam, weil ich nicht laufen kann. Ich war auch hier auch schon tausendmal. Wer jetzt lacht, der hat kein Herz. Ich will mich umbringen mit Fallschaden. Bitte. Bitte. Wenn ich wieder laufen kann, ich hab so einen Hass gerade. Ich hab so einen Hass. Fiel der Schwerkraft zum Opfer. Bist du wieder dead oder was? Bei den Birkenbäumen. Niemand lacht hier. Ich wollte einfach nur Knochenmehl holen für hellblauen Farbstoff. Nein, da hast du den ganzen Stuff, auch die Wolle und so verloren. Alles weg, das ist alles despawned, deswegen bist du sauer. Das wofür jetzt die gefarmt haben. Nein, und auch. Alles weg. Okay, das ist shit. Das sind meine Sachen! Ja? Das sind meine Sachen! Oh mein Jawohl. Gott! Habt ihr. Hast du alles wiederbekommen? Alles wiederbekommen. Strong. Okay, wir haben alles. Ich hab alles wieder, okay. Ich war so sauer, ich hatte keinen Bock mehr. Ich hab überlegt, wie ich jetzt dir sagen kann, durch die Blume, dass ich jetzt offline bin. Tschüss. Aber ich hab alles wieder. Boah, ich hab fast die Nerven verloren. Also es ist gerade unspielbar. Es ist unspielbar gerade. Server neu starten, bringt das irgendwas? Ja, ich werde den Server neu starten. So, Ju, ich bin wieder da, ich hab meine ganzen Sachen.
Was war das denn? Ich wollte niesen. Was war das für ein Nieser? Ach du. Ganz viele schreiben immer wieder Zuckerrohr anpflanzen. So, so eine rhetorische ja, Frage. Das ist so von gute, wegen, so gute, macht das ist eine gute, ja, ist eine gute Frage. Mach mal. Du hast den Samenrhythmus, den mit Rhythmus pflanzen. Schaffst du Zuckerrohr anpflanzen? Schaffst du das? Warte ganz kurz, ich habe erstmal jetzt dieses ganze Leuchtdingens hier. Was soll ich damit machen, das hier? Sehr gut. Und ich habe extremst viele Samen. Und ich habe einfach mal 200 Weizen jetzt. Ah. Aber alles, was du brauchst eigentlich, ne? Geil, heller Farbstoff, ja, voll. Alter, diese Kühe, ne? Das ist so voll hier. Es ist so voll. Ich würde mich da gern einfach mal reinlegen gerade. Es ist so wie ein Bett jetzt nur noch. Und wir füttern die weiter. Wie weit geht das? Wie voll kann man das machen? Bis Grafik... Ey, kein Wunder, warum der Server laggt. Ach, kann es sein, dass der Server deswegen gerade nicht klarkommt? Weiß ich nicht. Wegen der ganzen Intest-Sache hier. Stell dir mal vor, der Server ist deswegen am rumspacken. Oh. 24 Tiere gehen auf einen Block. Oh, sorry. Ah, brauchen wir noch mehr Wolle? Schöner. Nee, guck mal, ich hab unten jetzt was gemacht. Okay, ich komme gleich. Ich verstehe es jetzt. Ich fütter noch ein bisschen. Dann bin ich gleich bei dir. Oh, willst du auch Weizen? Nee. Komm mal runter. Komm mal runter, Junge. Nein! Also, das sieht schön aus. Das soll so ein bisschen so sein, wie so eine. Wie so eine künstliche Welt für die Tiere, ja? Das so Hintergrund soll so echt aussehen, mäßig, ja? Das so, dass sieht du denkst, schön aus. So Leute im Zoo gucken so, die Kühe ja leben da, wo Bäume sind, der Himmel und Wolken. Aber eigentlich ist es hier eine absolute Maschinerie. Auf der Milchverpackung steht dann so glückliche Kühe auf der Wiese, aber eigentlich sind die ihr Leben lang im Käfig. Das ist wie, oder? Wenn man einfach so ein schönes Bild auf einen Schlachthof klebt, oder? Ja, genau so machen wir das. Hörst du, was da oben abgeht? Ja, da geht die Party ab, oder? Das ist krank einfach. Das ist krank. Hier wächst das Gras, wächst hier rein. Das soll hier so reinwachsen, ja? Warte, wo bist du? Damit der Boden hier zu Gras wird. Ach so, da. Also hier, ja. Ja. Und das ist die Idee da. Boah, der Stall ist doch aber gefühlt so kein Upgrade für die, ne? Also von der Größe her jetzt nur gesehen, oder? Nee, es wird noch viel kleiner. Nee, der ist ja viel kleiner. Der ist ja viel kleiner. Genau, weil das ist ja der Stall für alle Tiere. Für die Hühner, für die Schafe, für die Kühe und für die Schweine. Also die werden richtig bedrängt. Ja. Ey, das sind so viele Kühe. Komm mal, du musst gleich einfach rausgehen. Das sieht so krank einfach aus. Ihr kriegt alle was. Habe ich dir schon mal eigentlich erzählt, dass du mich an meinen damaligen Meister erinnerst? Meister in was? In Kung Fu. Nee, das hast du noch nie erzählt, tatsächlich. Nee, von der Stimmlage manchmal. Also ist mir immer wieder, über die Jahre, die ich dich jetzt schon mittlerweile kenne, immer wieder mal kurzzeitig aufgefallen. Ja. Mhm. Du hast etwas, ein bisschen was von Vidan. Vidan, ja, so hieß ich früher. Du warst auch ein Asiate, ein Vietnamese. Warum wächst das hier nicht weiter? Die Scheiße, das Gras soll hier reinwachsen. Ach, egal, mach bitte nichts kaputt. Ich mach nichts, ich guck mal. Guck mal, wie schön. Das sieht sehr schön aus. Oh, mit Wasserfall. Wasserfall. Oh, schön. Sehr schön. Hier würde ich selber gerne leben, einfach. Weißt du, wo ich nicht gerne leben möchte? Wo? Hier. Sehr gut. Okay. Ja, ich führe halt noch einmal durch. Gleich beginnt eine große Schlachtung. Aber, ja. Oder? Ja. Also, aber eine muss überleben, oder? Nein, wir machen noch nicht. Warte. Aber schlachten wir jetzt gleich alle, oder was? Nein, mach nicht, warte. Pass auf, achte jetzt mal auf die Kühe, okay? Ja. Guck auf die Kühe. Ja. Ich gehe jetzt da rein, ja, und schubst die jetzt ins Loch. Oh, ich will es von unten sehen. Ja, okay. Moment.
Das klingt übertrieben pervers da oben. Warum fallen die nicht? Doch, die Ass ist da. Und die nimmt Schaden noch. Die denkt sich, what the fuck, wie bin ich hier hingekommen? Ja, ey, die so nimmt Schaden, das ist nicht so gut. Die, ja, die so nimmt Schaden, das ist, nicht, das ist nicht. Oh, da kommen noch mehr. Die nimmt Schaden, das ist nicht so gut. Vielleicht ja, sollten wir noch einmal den Boden mit Wasser auskleiden. Wir trinken nicht. Oh, es kommen aber noch mehr. Die, aber die überleben ja, die überleben ja. Ja, die überleben, aber vielleicht sollten wir die ein bisschen schützen. Vielleicht ein bisschen den Lebensraum der Kühe schützen. Ja, indem man die ertränkt. Die kleinen Babys sind noch nicht mal so groß. Doch, so, jetzt können... Ey, die können rausspringen! Die kommen da raus! Die können rausspringen! Du musst das Glas höher machen. Verarschen. Ja, ich muss das Glas höher machen. Die wollen mich verarschen. Die wollen mich wohl verarschen. Haben wir überhaupt eine Tür hier? Nee, okay, das ist zu. Nee, noch nicht. Ah, du hast zugebracht. Da hauen sie einfach ab. Okay, pass auf. Ich habe erstmal jetzt geflutet, damit wir erstmal die Kühe jetzt in Sicherheit runterschubsen können. Ich schubse jetzt, okay? Ja. Okay, ich schubse jetzt. Das sieht so dumm aus. Ups, ich bin selber runtergefallen. Was machen wir hier eigentlich? Kühe schubst du gerne, ne? Oh! Was ist hier rausgekommen? Die landen auf einmal auf dem Glas. Oh oh. Schub sie! Warte. Box sie zu mir, box sie zu mir, box sie zu mir, box sie zu mir. Box sie mit der Faust, nicht mit Pferd. Box sie mit der Faust. Nein, Ju. Du sollst sie einfach boxen. Du. Ja, du musst jetzt zu mir kommen, hier. Ich komme nicht mal raus. Ja, du musst jetzt zu mir kommen. Ja, du musst jetzt zu mir kommen. Du musst jetzt hier einen perfekten Sprung machen, so. Können wir dich einfach... Spring rüber. Nein. Hilfe, ich will nicht mit den Kühen begraben werden. Ja, Mann, Ju, dass du auch nicht was gesagt hast, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, schub sie da raus und du machst nichts. Schaffst du den Sprung? Schaffst du den Sprung? Ey, ich gehe woanders einfach raus, oder? Nein. Oh, guck mal! Oh, Ju, du verpasst jetzt das ganze Event! Oh! Ich hab alles gesehen. Sehr gut. Hast du gesehen? Ja, das sah echt lustig aus. It's raining chaos. Wie willst du hier rauskommen jetzt? Wie willst du rauskommen? Du hast nicht den Sprung gemacht, oder? Wie willst du rauskommen? Sag mal. Ja. Ich hab da hinten einfach. Oh nein! Ich bin wieder drin! Ich schub's ein paar Kühe. Ich glaube, die restlichen Kühe lassen wir hier oben, die schlachten wir, oder? Ne, komm, wir nehmen auch ein paar raus. Komm hier, komm, wieder alle runterfallen. Jetzt guck mal. Nein! Egal, Kuju, guck hoch. Guck hoch jetzt. Ah, oh, sie kommen nicht. Ich dachte, da kommen mehr. Ja. Ey, die schubst mich die Leute in die Kühe. Guck, was sie machen. Verpisst euch. Was töten wir euch? Oh oh. Nein, Ju, Mann! Sorry. Ach, Ju. Aber die können wir doch töten. Ah. Ja, tötet sie. Die läuft weg. Ich finde dich. Ich krieg dich. Die haben ein so dreckiges Drecksleben da oben gelebt. Jetzt werden die doch ermordet. Okay. Ja, fein habt ihr das gemacht. Fein, die Weizen. Ey, diese Tiersounds machen mich verrückt einfach, ne? Ja, die sind wirklich zu laut, Alter, und zu nervig. Was passiert jetzt hier? Kommst du durch? Das ist der Gang zu den Kühen, rein. Aha. Komm hier. Nicht aufmachen! Okay, komm ganz schnell raus. Du sollst nichts aufzumachen. immer wenn du hier rein gehst, musst du die Tür hinter dir zumachen, damit die Kühe maximal in die Schleuse reinkommen, ja? So, das ist unsere Schleuse. So. Wir müssen jetzt noch mehr Gläser haben, damit wir das schöner machen können, weil es ist Erde im Weg und so, aber... Und wo sind denn diese automatisierten Maschinen? Ja, die massierten... Guck mal, wie die alle in das Wasser reingehen und da schwimmen. Die haben Spaß, die Kühe. Die haben echt Spaß. Bis jetzt haben die noch Spaß, aber jetzt gleich kommen noch die ganzen Schafe, oder? Boah, ich habe jetzt erstmal bei Minecraft freundlichen Kreaturen auf 40% gestellt. Das war viel zu laut.
Oh ja, oh, das entspannt so. Es ist krank, was wir hier machen. Das ist krank. Das ist Peter joined the chat. Ey, ich muss mir ganz kurz einmal hier Müsli machen. Mach mal, mach sonst mal. Kipp ich um. Ey, dann mach ich mir auch ein Müsli. Mach ich mir zusammen Müsli, okay? Ju? Ju? Oh, er hört mich nicht. Okay, ich mach mir schnell ein kleines Müsli, dann esse ich schon Müsli, das wird cool. Na, wo steht Ju? Nein, Ju wurde von einer Spinne erschlagen, der Idiot. Er geht nachts. Er geht nachts. Oh, er geht nachts. Geht er irgendwo weg, während er draußen steht? Nein! Ju, du hast all dein Level verloren. Nein! Du hast die Hölle überlebt und alles, aber dann hat die Spinne dich einfach jetzt getötet. Ich konnte nichts machen. Du bist ja einfach gegangen und standst draußen im Dunkeln. Das war so dumm, wirklich. Nein, ich wollte mir doch nur was zu essen holen, damit ich nicht in Real Life sterbe. Und jetzt sterbe ich hier, ist ja noch schlimmer. Ich mach erstmal nicht hier. Vielen Dank, ich hab's eben eingegessen. Ja. War schwach, Ju, war schwach. Ich hol auch kurz ein Müsli, Ju. Ich hol auch kurz ein Müsli, okay? Nein! Nein! Aber ist doch wieder alles da noch hier. Wo war ich denn? Ist mein Stuff nicht hier? Wo ist mein Zeug denn jetzt? Ah, hier drin, oder? Bei den Schafen, ey. Habt ihr gut drauf aufgepasst hier? Das ist doch nicht alles hier. Wo habt ihr mein Stuff hin, ihr Pisser? Haben die mich einfach abgezogen, die Schafe, oder was? Ach, Riemann, okay. Ja, Stress würde ich mal sagen, ne? Ist hier irgendwas runtergefallen von mir? Ne, Simon meint ihr? Okay. Hinten in der Kiste vielleicht. Mann! Ja, komm, mir ist Drecksschwert. Passiert eh jetzt gerade nichts Gefährliches. Aber meine ganzen Glowsteine hier. Ich hoffe, Simon hat's. Okay, perfekt, danke. Ich esse gerade hier sowas. Crispy. Sieht nicht so appetitlich aus, doch. Hallo, Ju. Hallo. Ich habe mir auch Müsli geholt. Deine eigenen? Ich habe kein eigenes Müsli. Schwach. Hast du meine Sachen irgendwie genommen? Ja. Oh, danke. Ich habe alles gesaved. Hier in der Truhe ist es drin. Komm her. Hier in der großen. Und darunter. Oder ist da alles drin? Ne, hier ist nicht alles drin, warte. Hier in der, da drunter mache ich noch die restlichen. Ja, ich hatte eh nicht so viel, ne? Deswegen eigentlich egal. Korrekt. Danke. Ein Schwert, ich schütze, ich leg's hier hin so. So, was mich jetzt auch auf jeden Fall aufregt, Chat, ist... dass diese Tiere denken, die hätten eine Rechte. Ich hasse das, das nervt mich. Okay, Ju, pass auf, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche deinen Support, okay? Mhm. Ich brauche deinen Support. Folgendes. Ich mache jetzt, genau, du machst jetzt Folgendes, du bleibst genau hier stehen. Mhm. Du bleibst genau hier stehen, nimmst dieses Weiße in die Hand und lockst die. Wohin? Ja, du hast Weißen, so genau. Bleib da stehen und lockst in die Höhle hier rein. Okay. Warte, ich mach noch ein bisschen größer. Du musst sie so weit in die Höhle reinstocken, wie es geht. Okay. Dann musst du Geduld. Du musst einfach Geduld haben. Du kannst die Tür einfach zumachen, fertig. Nein, nein. Geh einfach jetzt in die Höhle rein. Ja. Und lock sie. Ja, hier. Passen ja durch? Nein, die sind zu dick. Passt nicht durch eine Tür? Nee. Okay, kein Problem. Das ist Tierquälerei. Die haben Schmerzen gerade. Ja, ist kein Problem. Jetzt. Jetzt lock sie. Ja, ich locke. Lock sie, weiter. Lock sie in die Ecke.
Locks in die Ecke. Ja, 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 weiter, weiter, ja, weiter. Ja, klappt gut. Schon, ja, sehr viele sind schon weg. Sehr viele. Weiter, weiter locken. Weiter locken, weiter locken, weiter locken, weiter locken. Weiter locken, weiter locken. Ja. Und jetzt? Schloss du okay, alle perfekt. Ab? Okay, perfekt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Schloss du alle ab und muss ich jetzt. Und ich stehe da mittendrin, oder was? Nein. Ich habe eine viel bessere Idee, weil mich die Kühe nerven. Ich habe eine viel bessere Idee. Okay. Also, folgendes. Pass auf, Ju. Okay, hinter dir ist, hinter mir bin ich, ja? Warte kurz noch, warte noch. Ich hab gedacht, ich hab hier meine Tür, aber ich hab die Tür nicht. Du hast die Tür, ne? Dropp mir mal die Tür durchs Loch. Dropp mir mal die Tür durchs Loch. Dropp mir mal die Tür durchs Loch. Ich hab keine Ahnung, was es wird, aber es. Ich hab, glaub, ich hab kein gutes Gefühl. Okay. Ju? Ja. Einfach jetzt hier rauslaufen, lauf. So. Und jetzt? Pass auf, ich zeig dir. Hier, komm mit, komm mit. Oh, da ist ein Slash-Krieger. Vorsicht. Mach schnell zu. So. Also, wir haben jetzt die ganzen Kühe nach hier hinten in diese kleine Massentierhaltungskammer gesteckt. Ohne Sonnenlicht, ohne schöne Deko. Ja. Weil jetzt, pass auf, jetzt machen wir das sogenannte Kreuzfahrtschiff-Design. Weißt du, wie ein Kreuzerschiff funktioniert? Okay, komm mit. Ich erklär's dir, komm mit. Also. Wir packen. Oh, sind ja noch ganz viele hier. Wir packen folgendes. Wir packen alle Kühe hinten in eine dunkle Kammer, so wie die Mitarbeiter auf dem Kreuzerschiff. Die sitzen. Pass auf, es ist nämlich folgendes. Auf dem Kreuzerschiff ist so. Alles sieht schön aus, schöner Teppich, schöne Bilder, Lichter, Fotos, Gemälde, whatever. Also alles sieht schön aus, ja, für die Kunden, die da auf dem Kreuzerschiff wohnen, ja? Aber sobald man durch die Tür geht, Personalabteilung, sieht es da aus wie im Gefängnis. Es ist einfach alles so rustikal, es gibt keinen Teppich mehr. Alles einfach nur noch, es sieht einfach nur aus, als wäre es im Knast. Und genauso machen wir es auch. Vorne kommen unsere Deko-Kühe hin. Die, so, die Leute, die geben denen so das Gefühl, ah, ja, die haben ein gutes Leben. Und hinten ist ihre ganze Familie in so einem Bunker, ja? Ich mag, wie du denkst. Sehr wirtschaftlich. Strong. Ob jemand ein Psychopath ist? He doubts it. Es ist sehr, okay, cool. Aber warum eigentlich hast du noch Kühe? Warum nicht noch andere Sachen? Komm noch, komm noch. Was ist denn das nächste, was ist das nächste Ziel? Was willst du denn machen? Nee, ich dachte, du hättest einen Plan. Ich meine, wir lassen uns verzaubern und du meinst so, nee, wir brauchen Kühe. Und jetzt sind wir so ein KFC geworden auf einmal. Um überhaupt zu verzaubern, müssen wir erstmal unfassbar viel Leder farmen. Haben wir nicht unfassbar viel Leder? Weiß ich nicht. Aber, okay. Nee, weil du hast dann gesagt, so automatisieren. Dann dachte ich, da kriegen wir automatisch Leder die ganze Zeit. Ist das nicht so? Kriegen wir auch. Automatisch, wenn ich die immer wieder abschlachte. Aber hätten wir einfach ein riesiges Gehege bauen können, einfach nur töten können, hätte, oder? Hätte. Fahrradkette, ja. Fahrradkette. Ist doch schon super so, wie es ist. Ja, es ist strong. Ich frage dich nur ab und zu manchmal so, ne? Du weißt noch, was du machen möchtest, ne? Nicht, dass du so im Wahnsinn auf einmal so verschmilzt, weißt du so? Ja, ich will was machen, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich bin hier. Stell dich mit dem Weißen hier hin. Ja, mach ich. Und jetzt füttern wir was. Nee. Einfach nur, so hast du die unlockst. Einfach so unlockst. Geh ein bisschen zurück. Du musst die locken. Locki. Locki. Ja, mit Weizen. Ja, ich hab ja Weizen in der Hand. Ja, nimm mal das Weizen in die Hand und mach dich aufmerksam. Geh noch ein bisschen hin und her. Ja, so. Und jetzt wieder hochspringen auf das Ding. Schön. Bleib da stehen. Da, die hinteren Kühe hast verloren. Du hast ihre Interessen verloren. Ja. Mach nochmal. Lock sie. Und jetzt geh da hier zurück. Geh zurück. Geh zurück zu dem Wollzaun. Rückwärtssprung. Geh.
Die hinteren Kühe, die hast du verloren. Du musst mehr machen. Ich glaube, okay. die sehen es einfach nicht. Die sind eingesperrt hier. Die können nicht mal raus. Das ist zu eng hier. Ziehen sie raus. Ja, du denkst, es ist zu eng. Ich denke, jetzt. Ja, jetzt zieh sie raus. Jetzt zieh sie raus da. Jetzt zieh sie raus. Aha. Aha. Ja! Jetzt ja noch enger. Ja! Das wollte ich. Das wolltest du, ja? Das hier, also guck dir das an. Wolltest du das? Ja. Ja, das soll noch enger werden. Noch. Jetzt kannst du dich noch vermehren. Wenn so der eigene Sensei auf einmal so wahnsinnig geworden ist und du weißt nicht, ob du so dein Sensei irgendwann stürzen musst, weißt du? Okay, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst jetzt den ersten. Du kannst den ersten wichtige Schritt machen für unsere mega Verzauberungsgeschichte. Ja. Du gehst jetzt alle Kühe, die oben noch sind. Töten. Töten und zusätzlich noch, also zusätzlich noch die Kühe hier, die darfst du auch alle töten. Also hier die in diesem, also da nur so zwei Kühe überlassen. Okay. Ja, töte sie ruhig. Immer langsam schlagen, aufladen, schlagen. Was mein Schaden? Oh, die haben so Angst. Ja, die sind so kaputt, einfach psychisch so am Ende einfach. Die sind so am Ende. Ich fühle mich gerade hier wie Itachi von Naruto, wo er seinen ganzen Clan umgebracht hat. Ich habe noch niemanden gehört, der Itachi gesagt hat. Itachi. Ich töte euch alle. Und den Villager töte ich auch. Nein, auf gar keinen Fall. Der ist schon fast tot. Auf gar keinen Fall. Warum? Ju, warum? Ich hab dir gesagt, eine Sache hab ich dir gesagt, du sollst keine Villager töten. Das hab ich dir. Aber es ist doch noch genug Villager. Nein! Es sollen mit zwei Kühe übrig bleiben hier in dem Gehege. Zwei Kühe sollen hier übrig bleiben. Hier wird keiner überleben. Ja, hol sie dir. Sehr gut. Sie alle töten. Ja, so kann erstmal bleiben. Komm, jetzt reicht's erstmal. Aber ein Villager lebt noch. So, ich habe 22 Leder nur. Ja, ist nicht so viel, ne? Siehst du, deswegen brauchen wir so viel Kühe. Du kannst jetzt Folgendes machen mit dem Leder. Du machst jetzt Bücherregale. Mhm. Gib mal ein. Bücherregal. Na, findet man nur an einem Crafting Table, glaube ich, wenn du es hier eingibst. Ja, hier Bücherregal. Für ein Bücherregal brauchst du drei Bücher und sechs Holz. Und aus einem Buch, jetzt gibst du einfach mal ein Buch. Mhm. Da brauchst du immer ein Leder und drei Papier. Papier kriegst du aus dem Zuckerrohr. Wir haben einiges an Zuckerrohr oben. Wo? Aus dem Zuckerrohr Papier. Ja, oben. Okay, Zuckerrohr muss ich anpflanzen? Kannst erstmal ein bisschen Papier machen. Ja, achso, wir haben schon ein bisschen. Okay, wir haben 13 hier. Oh, wir haben nicht so viel. Oh, wir haben echt wenig Zuckerrohr. Scheiße, das ist das Problem. Ja, wir müssen echt anpflanzen. Deswegen haben wir die ganze Zeit gesagt, Zuckerrohr machen. Ja, Zuckerrohr ist ein bisschen problematisch anzupflanzen, weil, komm mit, ich zeig dir, wie du Zuckerrohr anpflanzt. Mhm. Erst hast du ins Bett gehen. Kurz ins Bett. Ab ins Bett. Hatte ich nicht bessere Waffen? Hatte ich immer nur ein Eisenschwert? Komm, ab ins Bett. Ich bin im Bett. Sehr gut. So, komm mit. Oh. Ja. Mach mal hier das. Scheiße, egal. Da ist so ein scheiß Creeper. Wie stark ist so eine Schaufel, ja? Ich habe vier Bücher. Meine Güte, dass ich die hätte. Du hast vier Bücher? Ja. Gut, aber wir brauchen Zuckerrohr jetzt. Komm mit. Bring das Zuckerrohr mit. Komm. Wo bist du? Hier hinten bei unseren Feldern. Ich habe ein Regal. Sehr gut. Wie viele brauchen wir? Müssen wir eine ganze Mauer drum bauen, ne? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Boah, aber sieh mal, ich kann auch langsam nicht mehr, ne? Ja. Nee, alles gut. Wir machen. Wir haben heute so viel Tier gequält. So nee, du musst noch ein bisschen durchhalten. Komm. Wir brauchen einiges. Also.
Ne, such auch das Land der Stadt. Da haben wir besseren Überblick darüber. Komm. Ich lasse einfach hier in die Truhe. Hier nein, vorne. hier. Komm hier. Was geht denn hier ab jetzt? So, das Wichtige am Zuckerrohr ist... Ach, wir bauen selber an. Zuckerrohr kann nur an Wasser, also direkt an Wasser dran wachsen. Mhm, aber so wenig Wasser, wir brauchen noch viel mehr Zuckerrohr, oder? Richtig viel. Du kannst Zuckerrohr rechts und links davon überall hinsetzen. Warte mal, braucht man das Zuckerrohr dann? Ja, ja. Das habe ich doch in ein Bücherregal gemacht. Aber nicht alles, oder? Ja, doch. Halt, eins habe ich noch. Ja, setz schon mal dahin. Setz schon mal ins Wasser. Ja, okay, so nicht. So? Ist es richtig? Ja, genau so. Auf Sand heißt es. Das ist echt egal. Wächst auf Sand schneller oder was, Chat? Anime Boy und Gamer Girl sagen beide auf Sand. Ja, aber warum auf Sand? Wächst dann schneller oder was? Das geht auch ohne Sand. War früher so, ist egal, schreibt jemand. Nein, ist egal. Okay, Ju, da musst du jetzt noch eine Mission machen, bevor du für heute entlassen wirst. Ja, gerne. Du musst noch mal eine Expedition starten und Zuckerrohr suchen. Alleine? Ja. Nein, wir gehen zusammen Zuckerrohr suchen, okay? Gerne. Warte, wir machen eine Zuckerrohr-Expedition. Ja, wir machen eine Zuckerrohr-Expedition. Okay, das ist eine gute Idee. Ich wollte nur ein bisschen Steaks machen hier noch ganz kurz, während wir weg sind. Okay. Oh mein Gott. Let's go. Let's go, last run. Antoni, kurz, let's go. Wir haben heute nicht verzaubert. Doch. Ich habe schon mehrmals verzaubert heute. Soll ich das hier? Das ist eine verzauberte Spitzhacke. Siehst du, die leuchtet? Das hier ist eine verzauberte Schaufel. Siehst du das hier? Das Eisen. Es ist halt warum hast du und ich nicht? Wir können jetzt schon Low-Verzauberung machen. Aber ich wusste ja, dass ich sterben werde. Ja. Die besseren Verzauberungen sind mit Büchern. Mhm. Also, Zuckerrohr wächst nur da, wo Wasser ist. Das heißt, wir gehen am Wasser entlang. Ey, ich streame schon 7,5 Stunden. Aha. Ist das krass? Ultra krass. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich kenne niemanden, der 7,5 Stunden am Tag arbeitet, wirklich. Ist keine Arbeit für mich. Müssen die Zuschauer mal ihren Eltern erzählen, dass es Leute da draußen gibt, die 7,5 Stunden arbeiten an einem Tag. Ich habe nicht, das ist keine Arbeit. Ich habe davor 7,5 Stunden schon gearbeitet. Das glaubt dir keiner. Davor habe ich an Netflix gearbeitet. Ja, ja, das kannst du dir einreden, damit du wieder irgendwas hast, damit du dein faules Dasein wieder gut reden kannst. Let's go. Okay, was willst du machen? Ja. Ein Boot ist mir schneller. Boot bauen, ja. Let's go. Beide eins? Ich mach eins, du kommst rein. Geil, erzähl's mir eine Geschichte. Du musst mir eine gute Geschichte erzählen. Okay, ja. Hier, komm. Okay, ich komm rein. So. Du hältst Ausschau nach Zuckerrohr. Ja. Und erzählst mir eine Geschichte. Die Geschichte von Simon und Ju. Oh, ja. Einsam. Und verirrt auf offener See. Merken beide auf einmal, dass sie sehr wenig Essen haben. Drum meinte auf einmal Simon, hey, ich habe eine Idee. Fahr. Bück dich. Und er nahm ihn von hinten, hob ihn hoch und dann zack, auf einmal funkelt etwas unter ihm, unter seinem Fuße. Ein Stück Krumen. Ein Krumen. Ein Brotkrumen. Und das aßen sie dann. Okay. Und dann in den Arsch. Warum bist du mal so sexuell unterwegs? Ja. Fahr weiter. Boah, wie geil hier so ein Pilzwald. Richtig geil. Ich bin weg. Oh. Wenn du denkst, du kannst wieder kommen, dann hast du dich geschnitten. So, erzähl du doch auch mal eine Geschichte, oder? Ja, es war einmal ein Ju, er dachte, er könnte Simon entkommen. Aber wenn er in den Rückspiegel guckt, oh, würde er shit, sehen, Alter. Was er für ein kranker Psychopath hinter ihm ist. Du bist ein Pferd! Lol, das ist das erste Pferd, das wir sehen, ne? Ja. Stimmt. Ja. Ich bin wir weg haben sogar eine Pferde.
Wir haben sogar eine Pferderüstung. Du musst es themen. Mehr was drauf. Du musst sagen, ruhig, Braune, ruhig. Mehr, ruhig, ruhig, weiter. Ruhig. Ruhig. Ich hab's gezähmt. Was? Hahaha. Pack's rein ins Boot. Pack's rein ins Boot. Dann kannst du mitnehmen. Nach Hause wieder? Ach, scheiße, das Pferd, oder? Okay. Aber ist geil, dann kann man mit reiten. Okay, komm mit. Hier ist noch mehr Zucker. Mhm. Ja, also, ich erzähle auch eine Geschichte. Es war einmal ein Jew. Und der hatte 7 Söhne. Und einer der 7 Söhne sagte, Jew, erzähl mir doch eine Geschichte. Und da fing der Jew an. Es war einmal ein Jew. Der hatte 7 Söhne. Und einer der 7 Söhne fragte, Jew, erzähl mir doch eine Geschichte. Und da fing der Jew an zu erzählen. Es war einmal ein Jew. Bitte auch. Er hatte 7 Söhne. Wie fandst du die Geschichte? Ich fand die nice, ja. Stell dir mal vor, so einen Film, wo einer einmal was erzählt, dann gibt es immer wieder eine Einblendung, wie der es erzählt, wie der es erzählt, wie der es erzählt. Irgendwann weißt du nicht mehr, was ist jetzt Realität, was ist jetzt nicht. Es gibt 1000 Filme, die so sind. Es gibt 1000 Filme, die so sind, ja. Aber stell dir mal vor, gäbe es einen Film, der so ist. Du, siehst du auch Zuckerrohr am Rande? Ja. Du musst darauf achten. Ja, ja, nimm es auch mit. Also, ich weiß nicht, wie viel Zuckerrohr du hast, aber ich habe schon 12. Ich habe 14. Ich bin vor dir. Hier ist Ende. Willst du Brot mitnehmen? Er lässt das Boot zurück. Ich sage, das Boot mit dir ist egal. Ich habe gerade spanischen Rap im Hintergrund. Oh. Ich hoffe, die distanziert sich. Oh, da ist ein Bienennest. Habe ich noch nie gesehen. Komm mit. Ju. Hey, das haben wir doch schon, haben wir doch kaputt gemacht mal. Da sind wir doch vergiftet worden von den Bienen. Was? Ja, die vergiften einen. Oh, guck. Die ist sauer auf mich. Ja. Guck, bist vergiftet, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Aber hier ist doch kein Bambus mehr. Ja, wir müssen wieder Wasser finden. Oh, die Bienen sind alle sauer auf mich. Zu Recht. Du hast einfach deren Haus zerstört. Tut mir leid. Hier ist kein Bambus mehr. Komm mit, Julian Bambus. Wusstest du, Ju, früher waren Kürbisse in Minecraft seltener als. Komm mit, ich wollte nur gucken, was da leuchtet. Das ist Lava. Kürbisse waren seltener als Diamanten in Minecraft. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so. Krass. Da ist Zuckerrohr. Aber Kürbisse kann man halt anpflanzen, also nicht mehr. Ja, aber die zu finden war sehr selten. Autsch. Haben wir nicht genug? Das wächst doch von selbst, oder? Ja, wie viele Bücherregale hast du gemacht? 1. Na, haben wir dann genug? Ja. Bengel? Oh. Aber kaputt gegangen. Mein Helm ist kaputt gegangen. Ju, du hast mich verloren, glaube ich, oder? Ja, ich habe dich verloren. Oh oh. Shit. Renn weiter in Himmelsrichtung East. Dann kommst du zu einem Fluss und an einen Berg mit Schnee oben drauf. Aber Simon, ich glaube, ich kann langsam nicht mehr. Ja, wir machen da gleich Schluss. Komm. Komm, du kleines Mäuschen. Ich werde genötigt Minecraft spielen. Nee, Moment. Also, du sagst. Komm nach East. East. Okay. I'm coming for you. Das liebe ich ja, wenn so Löcher in den Bergen so sind. Ja? Ist das so? Ja. Hast du Coordinates oder einfach nur nach Nein, East? Nein, einfach East plus. Was heißt plus?
East. Einfach nach East und dann so ein Fluss. Da wirst du einen Fluss finden. Achso, ich habe Plus verstanden, weil mein Gehirn... Ich glaube, wenn du nach East läufst, dann wirst du mich finden. Da vertraue ich. Früher gab es auch kein Handy und Smartphone. Da habe ich trotzdem noch in der Stadt gefunden. Wo? Kannst du dir vorstellen, wie das früher geklappt haben soll? Ja, verabredet man sich und dann, ja, in der Stadt und dann keine WhatsApp, weißt du? Krank, oder? Ich find's gar nicht so krank. Da sagt man einfach, man trifft sich an der am Ebrunn. Absolut krank, absolut krank. Und dann trifft man sich dort. Heutzutage sind beide am Ebrunn und sagen, wo bist du? Und schreiben sich das. Wo bist du? Ich bin East. Ja, beschreib mir, was du siehst. Ich sehe so viele weiße Schneeberge und sowas. Ja, perfekt, schon mal gut. Siehst du auch einen Fluss? Ich sehe so einen Fluss, der einen Berg runter drizzelt. Und einen riesigen Wald jetzt unter mir. Bin ich zu weit gelaufen? Nee, der ist alles gut dann. Bleib mal da. 1376. Ich brauche keine Koordinaten. Ich gehe nach den Himmelsrichtungen, so wie die alten Pioniere. Der Pilzwald ist unter mir. Du Pionier, du. Pilzwald? Ja. Jetzt, okay, dann geh mal zu dem Schneeberg. Aber welchen von den 1000 Millionen Schneebergen, die hier überall sind? Geh einfach zu den erstbesten Schneeberg, wo du drankommst. Okay, dann gehe ich einfach mal zum höchsten. Oh. Oh, Essen, ja, okay. Chat, wo könnte der aus? Jew sein, Chat? Wo könnte der Jew sein? Werden wir ihn finden? Oder wird er sterben? So redest, hast du mich wahrscheinlich schon gefunden, oder? Nee, doch nicht. Wo könnte er sein? Ich bin auf einem sehr hohen Berg. Du bist oben drauf? Ja, jetzt gleich. Du bist auf einem sehr hohen Berg, okay. Ich frage mich echt, wo du verloren gegangen bist, du kleiner Köpek. Balik. Nenn mich nicht Balik. Nur Köpek. Oh, da kommen ganz viele Monster gerade hoch zu mir. Und ganz viele Lamas sind hier auch. Oh, Lamas? Ja. Oha. Siehst du den blanken Turm, den ich hier baue? Ich werde mich umschauen. Ich hoffe, ich finde ihn. Ich bin auch bei Schneebergen. Oh, oh. Unter mir sind ganz viele Zombies. Ja, bei mir sind noch Skelette. Das ist das Gefährlichere. Oh, ich sehe Pilzwald, ja, ich komme gleich zu dir. Den höchsten Berg. Ohne Koordinaten schaffe ich das. Habe ich Wasser dabei? Nein, habe ich nicht. Aber bei mir sind ganz viele Gegner. Ja, ich komme zu dir. Im Dunkeln, ohne Koordinaten werde ich dich finden. Ich habe keinmal auf die Koordinaten gefunden. Aber hey, die greifen sich gegenseitig an. Skelette greifen diese Zombies an. Skelette sind so dumm. Nicht runtergeschossen werden von Skeletten, jo. Okay, du siehst einen Pilzwald. Jetzt sag nicht, ich soll zum Pilzwald. Nein, du siehst einen Pilzwald, ja. Ist sehr weit unten jetzt, weit weg von mir jetzt. Weit weg von dir, aber du siehst den. Wenn ich drauf gucken sollte, dann müsstest du eigentlich eher nach links denken, an links die großen Berge. Ja, beschreib mal, was du so alles siehst. Also ich sehe eine riesige Schneelandschaft. Und da sehe ich dann einen von ganz weit oben von einem Berg, schaue ich dann runter auf einen Pilzwald. Grün, 3-4 große rote Pilze schauen raus. Ja. Ich habe dich gefunden. Joe, ich habe dich gefunden. Say no more. Geil hier auch mit dem Pilzwald und dem Wasserfall, ne? Sehr schön. Eigentlich eine richtig, richtig geile Location. War ich dann weiter als du, oder? Ja, du warst ganz in der anderen Richtung. Aber ich habe dich ohne. Nur alleine an meiner Stimme? Hab ich, ja, ich habe Echolot-System gemacht, so Fledermäuse. Weißt du, was ich gerade aktuell privat spiele? Ju? Was denn? Diablo 3. Echt jetzt? Ja, weil ich mich so auf Diablo 2 freue. Ja, aber ich muss sagen, ich habe Diablo 3 nie so gefühlt. Nie. Nee, habe ich aber auch jetzt, nicht. Aber jetzt gerade, ja, ich spiele seit 2 Tagen und spiele jetzt gerade schon auf Qual 8 oder so. Mhm. Es gibt ja ganz viele verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und es gibt jetzt Qual 16. Mhm. Und es ist gar nicht mal so scheiße, ist echt geil.
Also auch wenn ich Diablo 2 viel mehr fühle, aber Diablo 3 ist gar nicht mal so, ist wirklich geil. So. Ich hab's ja auch trotzdem ziemlich lang gespielt. Okay, du, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, okay? Wir bauen es aber dahin. Wir machen jetzt Folgendes. Nee, nee, noch höher, höher. Bau ich höher, bau ich höher. Hast du noch genug Blöcke? Hast du noch genug Blöcke? Ja. Okay, okay. Komm hier hoch. Folgt mir, folgt mir. Warte, stopp, 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 stopp. Folgt mir. Aber ganz vorsichtig. Was machst du jetzt? Oh, wir cruisen da runter. Warte, geh ein bisschen zurück, bist zurück, bist zurück. Das wird gefährlich, oder? Steig ein, steig ein, steig ein. Let's go! Was machst du? Wir fahren nach Hause, mein Lieber. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn das gemacht? Let's go, komm. Wie hast du es denn abgemessen, dass da direkt Wasser ist? Tja, mein Lieber. Das ist. Das war ein bisschen Glück, oder? Wie meinst du? Ja, nee, du hast schon verstanden, wie ich das meine. Nee, nee. Das war Glück jetzt. Mit Booten gibt es keinen Fallschaden. Wenn du mit einem Boot runterfällst, egal wohin, auf Wasser oder nicht auf Wasser, gibt es keinen Fallschaden. Hä? Das ist ja mega OP. Ja. Und ist auch so geil. Mega Cheating eigentlich, oder? Nö. Das ist okay. Das darf man. Okay, Ju. Wir loggen es hier aus. Ja. Beim nächsten Mal werden wir hier ein neues Leben beginnen. Okay. Wir scheißen auf alles, was wir bis jetzt aufgebaut haben. Spaß, nein, Spaß. Wir loggen es hier aus, damit du gleich in die Haie kannst. Ich merke schon, du bist kaputt. Du hast lange heute gearbeitet. Du hast wirklich fast ein. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe gestreamt. Du hast wirklich hart gearbeitet. Ju, ist wirklich schlimm. Stream ist sehr harte Arbeit, oder? Würdest du lieber streamen oder lieber 8 Stunden auf dem Bau arbeiten? 8 Stunden auf dem Bau, oder? Ja. Fühle ich, weil. Weil Streamen ist mentally challenging. Oder was sagst du? Das stimmt schon. Also, sagen wir mal so, wenn man jetzt so 7-8 Stunden durchzockt, ist was anderes, als wenn du 7-8 Stunden durchzockst und halt redest. Ja. Du würdest sagen, du hast dich verausgabt. Du würdest sagen, du hast dich überarbeitet. Nee. Also heute, ich habe ja schon öfteres mal jetzt nicht so viel gestreamt. Aber. Wegen Netflix, aber jetzt ab 17. April wollte ich ein bisschen öfter streamen und ein bisschen öfters auch länger und sowas. Und mal 12 Stunden Streams machen und sowas. Armaju. Chat, Armaju, bitte einmal Armaju. Auch schreibt auch in seinen Chat, bitte Armaju. Geh noch eins tiefer. Was hast du hingebaut? Ich krieg's nicht mehr weg. Ey, das kann ich gar nicht gewinnen. Ich habe eine Idee, wie ich das gewinne. Ich hab mich geschlichen, damit du meinen Namen nicht siehst. Alter, was baust du denn hier hin? Okay, gut. Guck mal, hinten der brennendste Pilzwald brennt ab. Ja, gut so. Traurig, oder? Pflanzen mache ich genauso wenig wie Tiere. Oha. Oha. Was magst du? Was ist das Einzige, was du magst? Das hier. Anime Girls? Ups. Anime Girls mag ich, ja. Der arme Kerl einfach ins Bett und wird von ungequält wie die Kühe vorher. Heute war wirklich so eine Quälsession. Da wurden einfach die Kühe ein bisschen gequält. Oh, okay, ja. Ju? War trotzdem nice, hat trotzdem Bock gemacht, Tiere zu quälen. War nice. Strong. Heute war nicht so produktiv, muss ich zugeben. Aber es lag auch daran,
dass ich unbedingt Tiere quälen wollte, ja. Ja, aber es war trotzdem sehr lustig. Heute war eher lustig als produktiv. Ja. Sehr gut. Nächstes Mal besiegen wir den Enderdrachen. Nächste Runde ist die letzte Runde übrigens, ne? Nächste Runde ist die letzte Folge. Warum? Ich habe alles vorbereitet. In der Zeit, wo du im Nether warst, habe ich alles vorbereitet. Wir haben jetzt perfekte Ausrüstung. Und ich habe auch schon im Nether den Weg zum Enderdrachen freigemacht. Also wir müssen jetzt einfach nur noch den erledigen. Okay. Gut. Vor allem im Nether den Weg zum Enderdrachen. Achso, war ein Witz nur? Ja. Achso. Ich kann es gar, ich verstehe gar keine Ironie mehr gerade momentan. Man hätte es einfach. Ich bin seit 12 Stunden am Stream heute. Es wird immer länger so. Nach 5 Minuten. Nein, er jetzt raidet mich Kuchen auch noch. Ach nein, oh, auch ein Raid. Kuchen, undankbar bist du. Undankbar. Und dann auch noch von Kuchen, den wir beide nicht mögen. Undankbar, wir hassen ihn. Undankbar. Kuchen hat ein Video gegen dich gemacht, hast du es gesehen? Das fand ich sehr süß, das Video. Direkt immer so nur Beleidigung. Ja, finde ich das einfach zurecht, finde ich. Ja. Nee, ich finde, das Video von Kuchen war sehr strong, aber nicht ehrlich genug. Fand ich auch nicht ehrlich. Hatte viel härter. Da dachte ich so, jawohl, ja. Simon wird jetzt richtig gefickt. Kuchen so viel lügt. Das ist auch schade. Kuchen, warum lügst du so viel? Fand ich auch schade. Kuchen, warum lügst du? Das finde ich schade. So richtig, so ein richtiges Rant-Video gegen dich. Ja, ja. Das hätte ich richtig gefeiert. So. Das war einfach nur schade von Kuchen. Das ist einfach nur schade. Bist du enttäuscht von Kuchen, dass er so seine Community verarscht hat? Ja, dass er gelogen hat. Ja, war ich schade. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ganz schwieriges Thema. Aber ey, ich muss jetzt raus, bevor du noch gehst jetzt, obwohl er dich gehostet hat, gehst du jetzt offline. Ja, stimmt, okay, ich zieh durch. Du musst jetzt eine Stunde weiter. Ja, ja. Ich geh jetzt auf, aber ich wünsche dir noch viel Spaß. Tschüss. Nee. Guck mal, wie du immer abhaust direkt so. Du wolltest vor mir abhauen, deswegen habe ich direkt ausgemacht. Ich wollte schon vor 80 Stunden gehen und ich kann gar nicht mehr reden, Alter. Ey, noch mal Arsch. Ey, du, ich wünsche dir immer schon gute Nacht. Nächstes Mal haben wir voll auf jeden Fall. Dann mach's gut.